Hallo, mein Name ist Robin Smulders, die Nummer 12 der EW Baskets, und hier sind ein paar kleine wissenswerte Sachen über mich. Ich würde sagen, ich komme aus Braunschweig, bin aber in Münster geboren und habe, bis ich 12 Jahre alt war, in den Niederlanden gewohnt und dann von 12 bis 18 eigentlich in Braunschweig sozusagen aufgewachsen. Da würde ich auch sagen, Braunschweig, da war ich dann im Jugendbereich und habe da auch damals noch in der zweiten Bundesliga gespielt und danach dann noch am College in Amerika, bevor ich zum EW Baskets gekommen bin. Ja, ich würde sagen, in Braunschweig, Livio Kalin, der hat schon mehrere Jugendspieler jetzt hervorgebracht aus Braunschweig, aber jetzt auch gut befreundet mit ihm und ich glaube, seit ich 13, 14 bin, dann immer Einzeltraining mit ihm gehabt und er hat mich dann sozusagen auch in die zweite Bundesliga geholt und von da aus hat sich dann alles entwickelt. Ja, es ist nicht nur meine Arbeit, sondern auch meine große Liebe, sagen wir mal so. Mehr als Arbeit, sehr viel Spaß und zum Teil vielleicht auch eine Lebenseinstellung, ein Lebensstil. Und deshalb war ich auch in Amerika natürlich ans College, um auch mal diesen amerikanischen Basketball zu erleben, diesen ganzen, alles drumherum und wo der Basketball sozusagen die Nummer eins ist, das zu erleben. Und das ist eigentlich Basketball für mich. Bei mir selber ist meistens einfach nur, alles geben, 100%, offensiv wie defensiv und die Mannschaft zu helfen und das umzusetzen, was der Coach von mir möchte. Also man kriegt schon was mit, vor allem wenn die Halle laut wird oder wenn es auf einmal leise wird, das kriegt man schon mit. Oder man kriegt natürlich auch mit, wenn Sebastian oder Philipp oder Ralf dich anschreien irgendwie, weil man einfach die Stimme sofort erkennt, weil man die ja jeden Tag im Training hat. Aber man kriegt jetzt nicht unbedingt kleine Sachen mit, aber in den Playoffs, wenn es natürlich die Halle voll ist, dann das ist schon eine andere Stimmung als am Anfang der Saison, wenn es vielleicht etwas weniger ist. Und das kriegt man als Spieler auf jeden Fall auch mit. Ich glaube, der Druck ist einfach größer in den Playoffs. Man weiß, dass jedes Spiel noch viel mehr wert ist als in der Saison. In der Saison hat man sozusagen 34 Spiele, um das zu schaffen, was man möchte. Und in den Playoffs dann jedes Spiel kann entscheiden, ob es weitergeht oder nicht. Und das merkt man auch in der Mannschaft und von den Fans und natürlich auch von den Coaches. Man schaut natürlich zu den älteren Spielern auf Spieler wie Ricky Paulding oder Julius Jenkins oder Adam Chubb. Die haben einfach nochmal 5, 6 Jahre mehr Erfahrung, Meisterschaften gewonnen, haben einfach noch mehr am Basketball erlebt und auch bei den Coaches natürlich. Sebastian selber Profi gewesen, das hat auch eine große Aussagungskraft und international, man guckt natürlich in die NBA manchmal, aber da finde ich es meistens ein ganz anderer Basketball und das ist immer schwer, um mit die BBL zu vergleichen und da dann vielleicht Spieler oder Coaches herauszuheben. Natürlich gibt es besondere Momente, das erste Spiel in der neuen Arena, das Finale gegen Bamberg, dann wieder in der kleinen Arena, das war auch ein unglaubliches Spiel. Dann auch damals noch im Eurocup, als wir noch mit Aaron Baines und Lukauskas gespielt haben. Das waren auch solche kleinen Sachen, wo man, das liegt schon länger her, aber man erinnert sich doch gerne dran und das sind alles so besondere Momente. Oder auch mein erstes Spiel, ich glaube, der Baskets Day, das war damals das 10-jährige Jubiläum, das war, glaube ich, auch was Besonderes. Und an solchen Sachen, die liegen vielleicht länger her, aber an sowas erinnert man sich gern. Und das sind schon Baskets-Momente, die mich auch immer, wahrscheinlich immer bleiben werden. Meine Frau, die kannte ich schon aus dem College, aber wir haben uns jetzt vermählt jetzt letztens. Und das hat schon mit Oldenburg auch was zu tun, sagen wir mal so. Und jetzt auch schon 4 Jahre her, ich kenne mich jetzt relativ gut hier aus und habe auch Freunde gefunden abseits vom Basketball und es macht schon Spaß, hier auch einfach zu leben, sagen wir mal so. Es ist nicht nur, dass ich hier nur für den Basketball da bin, sondern einfach auch hier, die Innenstadt ist schön und alles drumherum passt. Dass der Basketball hier Sport Nummer 1 ist, sagen wir mal so, da wird hier gelebt. Wenn man in die Stadt geht, wenn man bei Familia ist oder im Real, dann kommen Fans zu dir hin und sagen, gutes Spiel oder was war da los oder tolles Spiel oder wieso geht's bei dir zurzeit nicht, aber immer im sehr positiven Sinne.
Und das ist auch, glaube ich, was Besonderes an Oldenburg, dass die Fans ja involviert sind, aber auch ja immer positiv denken, und das macht dann auch Spaß für die Spieler und auch ja, für den ganzen Verein. Das hört sich vielleicht jetzt doof an, ich gucke viel Fernsehen oder viele TV-Serien, viele Filme. Ich habe einen Hund, mit dem gehe ich gerne Gassi. Natürlich mache ich auch gerne Sachen mit meinen Freunden und Familie, wenn ich mal in Braunschweig bin oder wenn ich mal mit denen treffen kann. Aber ein Hobby im generellen Sinne, wie vielleicht eine andere Sportart oder irgendwie singen, malen, Musik, so eine Art habe ich eigentlich nicht. Mein Lieblingsfilm, schwer zu sagen. Ich mag Komödien sehr gerne, aber dann auch viele verschiedene. Es kann auch Animationen sein. Dann auch andere Filme. James Bond gefällt mir auch immer gut. Da ist Action drin, aber auch immer ja, sehr klassisch gehalten, sagen wir mal so. Das macht auch sehr viel Spaß, mir anzugucken. Lieblingsmusik, relativ viel. Ich bin jetzt auch nicht vielleicht einer, der sich nur auf eine Musikrichtung haltet. Ich höre auch Radio viel im Auto, sagen wir mal so. Ich höre aber auch gern vielleicht Rap-Musik. Dann höre ich aber auch gern mal Elektro oder House in der Richtung. Eigentlich sehr unterschiedlich, und ja, was immer mir gefällt, das höre ich dann auch mal so querbeet. Nicht nur eine Richtung 3 Monate lang, sondern einfach mal hier und da, was mir dann sozusagen gefällt. Eher PlayStation, zurzeit noch die PlayStation 3. Für die 4 muss ich mir noch überlegen, ob es jetzt schon lohnt oder erst später. Natürlich mit den Kumpels FIFA. Alleine macht natürlich Grand Theft Auto viel Spaß, dann kann man sich mal ein bisschen verrückt verhalten im alltäglichen Leben.